Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus allerzusammen, herzlich willkommen zur ersten Episode einer neuen kleinen Serie, wobei wie klein oder groß er wird, das weiß ich tatsächlich jetzt selber noch nicht genau, die den Titel trägt Sprechende Mauern. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich persönlich gerade in der letzten Zeit wieder sehr häufig in unserer wunderschönen Heimat unterwegs gewesen bin und festgestellt habe, dass es wahnsinnig viele Häuser gibt, vor denen man einfach gerne mal wissen möchte, welche Geschichten sie erzählen könnten, wenn sie denn dazu in der Lage wären, zu sprechen. Und genau die Geschichten, die wollen wir uns in dieser Serie ein bisschen genauer anschauen. Los geht's heute mit einem Gebäude, das eigentlich so ziemlich jeder kennt, der auf der Autobahn A9 von Bayreuth in Richtung Hof unterwegs ist. Und zwar schauen wir uns den Rohrbühlturm bei Münchberg an. Der Rohrbühl ist heutzutage in erster Linie ein Tourismusmagnet. Man hat vor ihm einen wunderbaren Ausblick in Richtung Frankenwald und Fichtelgebirge hinüber, aber dabei vergisst man leider sehr häufig, dass seine Geschichte aus einer sehr, sehr dunklen Zeit stammt. Denn ursprünglich war der Rohrbühlturm das sogenannte Ehrenmal der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Die Planungen für ein solches Ehrenmal, die begannen tatsächlich schon in den 1920er Jahren. Man hatte damals schon ein Denkmal für die Opfer des Deutsch-Französischen Krieges oben am Klosterplatz eingeweiht. Ein großer Löwe, der eben dann eine Platte mit den Namen der Gefallenen bewachte. Aber es erinnerte natürlich nicht an die Opfer des neuerlichen Ersten Weltkrieges, den man gerade noch hinter sich gebracht hatte. Und deswegen hat man vorgehabt, im Stadtpark eine große Granitplatte einzuweihen, flankiert von gigantischen Soldatenfiguren, um eben an die angeblichen Helden des Krieges zu erinnern. Diese Planungen wurden nie realisiert. Warum genau, weiß man nicht. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass damals schon das Geld das große Problem gewesen ist. Und deswegen sind sie zuallererst einmal wieder in der Schublade verschwunden. Anfang der 1930er Jahre hat man dann wiederum von vorne angefangen und erneut vorgehabt, zuallererst im Stadtpark nach einem passenden Standort für ein solches Ehrenmal Ausschau zu halten. Frühe Planungen aus dieser Zeit zeigen, dass man dabei auf die grundsätzlichen Gedanken aus den 1920er Jahren aufgebaut hat. Wiederum sollte es eine große Ehrenhalle werden, in der dann eben mit Hilfe von Tafeln an die Opfer des Krieges gedacht werden sollte. 1933 kam schließlich Adolf Hitler an die Macht. In Münchberg beginnt die Zeit der NSDAP tatsächlich schon einige Jahre vorher. 1923 ist hier eine Ortsgruppe gegründet worden, die seitdem versucht hat, die Gesellschaft systematisch zu indoktrinieren. Es gab Vorführungen von Filmen zum angeblich neuen Italien und zum blutenden Deutschland und alle möglichen weiteren schwachsinnigen Veranstaltungen. 1933, nach der Machtübernahme Hitlers, hat man sich nun entsprechend auch wieder von neuem mit den Planungen eines Ehrenmals beschäftigt und diesmal von Anfang an vorgehabt, den Rohrbühl dafür in den Fokus zu nehmen. Der Berg hat die Stadt damals schon schön überwacht, er ist sehr hoch gelegen und insofern hat sich das natürlich wunderbar angeboten, um dort oben ein Propagandamal zu errichten. Angefangen hat man da dabei wiederum mit den Planungen, die man noch aus den 1920er Jahren übrig gehabt hat. Das heißt also, erneut sollte es eine Ehrenhalle werden, die jetzt aber seit neuestem überthront und bekrönt worden sein sollte von einem gigantischen Turm. Spätere Entwürfe sahen dann mittlerweile schon immer unbedingt das Erinnern an die Opfer des Krieges im Vordergrund, sondern sehr viel mehr den Propagandanutzen dieses gigantischen Bauwerkes. Man wollte es also auch als eine Art von Sieges- oder Triumphsäule für den Nationalsozialismus wahrnehmen. Entsprechend waren an der Vorderseite beispielsweise gigantische steinerne Schwerte geplant oder aber es gab eben auch den Versuch, riesige Reichsadler vorne hinzusetzen. All das ist dann am Ende nicht verwirklicht worden. Die Planungen, die final tatsächlich den Zuschlag bekommen hatten, die stammen unter anderem von Erich Holzner und Karl Himmelstoß, der damals als Bildhauer unter anderem bei Rosenthal gearbeitet hat. Die beiden, die später noch von Konrad Kühnlein bei den Planungen unterstützt worden sind,
haben vorgehabt, einen riesigen 23 Meter hohen Turm aus Granit zu bauen. Insgesamt sind dafür 2500 Tonnen Reinersreuther Granit verplant worden und das Ganze sollte martialisch aussehen. Das heißt also, die Granitblöcke sollten nicht etwa groß behauen werden, sondern sie sollten natürlich mehr oder weniger ausschauen, um damit eben auch den Eindruck eines mittelalterlichen Wartturmes zu entsprechen. Die Warten, der Wartgedanke, der war damals schon in den 1920er Jahren weit verbreitet gewesen und hat jetzt in den 30ern noch einmal einen großen Zulauf bekommen. Es ging quasi darum, diese Vorstellung der Wart in Richtung Osten, einer Art von Grenzbefestigung, wieder aufleben zu lassen. Und dafür sollte eben symbolisch auch der Turm auf dem Ruhrbild stehen. Anstelle einer großen Halle außenrum planten die drei eine Ehrenkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges unten im Turm drinne. Die kleine Tür war damals mit eisernen Kreuzen versehen, durch die man hindurchschauen konnte. Und im Inneren, da befand sich dann ein großer granitener Sarkophag, auf dem die Namen der Schlachten des Ersten Weltkrieges geschrieben waren. Links und rechts davon standen Feuerschalen und flankiert wurde all das natürlich auch von den Symbolen der nationalsozialistischen Diktatur. An den Seiten des Turmes wurden riesige Granitplatten angebracht, auf denen dann die Namen der angeblichen Helden des Ersten Weltkrieges festgeschrieben wurden. Das Spannendste allerdings ist, dass der Turm mittlerweile eine komplett neue Bedeutung bekommen hatte. Es ging nicht mehr darum, an Kriegsopfer zu erinnern, sondern es ging darum, die angeblichen Helden zu feiern und zu ehren. Und das natürlich auch in der Tradition des Dritten Reiches. Das heißt also, der Turm war nicht mehr allein ein Ehrenmal geworden für die Gefallenen des Krieges, sondern er war ein Ehrenmal für die NS-Diktatur. Und dementsprechend hat er auch einen sehr, sehr großen symbolischen Nutzen gehabt. Beispielsweise auch in Form einer gigantischen 20 Zentner schweren Stahlwanne, die auf seiner Spitze installiert gewesen ist. Dort wurde mit Hilfe einer ausgeklügelten Technik mit Pumpen und Tanks Schweröl verfeuert, um dann eben zu besonderen Anlässen ganz in Tradition des Germanenkultes gigantische Feuer dort oben abbrennen zu können. Es gibt heute noch manche Zeitzeugen, die beschreiben, dass das ein teilweise sehr, sehr angstmachender und einschüchternder Anblick gewesen sein muss. Und genau das war natürlich auch das, was man damit bezwecken wollte. Noch weit in die 1940er Jahre hinein fanden oben am Ruhrbildturm Veranstaltungen statt. Dafür gab es einerseits eine eigene Rednertribüne auf der Rückseite des Turmes, von der aus dann eben Gauleiter, Bürgermeister und andere NS-Bonsen ihre Durchhalteparolen brüllen konnten, immer mit dem Turm und der Stadt im Hintergrund. Und andererseits hat man eben vorne auch die große Freifläche benutzt. Dort hat beispielsweise noch 1944 ein Heldenerinnern an die Gefallenen und Opfer des Zweiten Weltkrieges stattgefunden, zu dem unter anderem deren Witwen und Kinder eingeladen worden sind. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte das Ehrenmal am Ruhrbühl seinen Nutzen verloren. Es gibt die Geschichte, dass damals der Hausmeister der Realschule des heutigen Gymnasiums, in der sich früher ein Lazarett befunden hat, sogar seinen Sohn raufgeschickt haben soll, um das Öl aus diesem riesigen Tank abzuzapfen, damit man eben für die Kriegsopfer, die unten im Lazarett gelegen waren, wenigstens ein bisschen heizen konnte. Noch in den 1940er Jahren sind die großen Insignien der nationalsozialistischen Diktatur entfernt worden. Die Feuerschale wurde demontiert und der über der Tür befindliche 3,50 Meter breite goldene Reichsadler wurde abgenommen. Bis heute allerdings kann man immer noch gut sehen, wo er früher mal angebracht gewesen ist. Der Turm wurde anschließend entnazifiziert, das heißt also, es wurde auch die Heldenkapelle entsprechend geschlossen und wenig später hat man sich darauf verständigt, ihn nicht mehr als Ehrenmal zu titulieren, sondern schlichtweg als Ruhrbühlturm zu bezeichnen. Diesen Namen trägt er bis heute. Die Tafeln mit den Namen der Gefallenen sind dann in den ungefähr 1970er Jahren demontiert worden und haben einige Jahrzehnte später ihren neuen Platz im Münchberger Stadtfriedhof gefunden. Insofern bleibt der Turm bis heute stehen. Er ist immer noch da, er thront immer noch aus fast allen Richtungen gut sichtbar über Münchberg und er zeigt eben auf der anderen Seite auch, wie wichtig es ist, sich mit der Geschichte solcher Gebäude auseinanderzusetzen, denn ursprünglich hatte er eine ganz, ganz andere Bedeutung als heute. Insofern finde ich es bei aller Kritik, die man daran üben kann, wirklich gut, dass der Turm erhalten geblieben ist. Denn wenn heutzutage Menschen aus allen Nationen und mit allen Kulturen im Hintergrund ihn besteigen, um von dort oben aus unsere schöne Heimat zu genießen, dann ist es für mich jedes Mal wieder ein kleiner Sieg
über die ursprüngliche Geschichte des Turmes, über die dunkle Epoche, aus der er stammt und die wir hoffentlich ganz, ganz weit hinter uns gelassen haben.